Hier zeigen wir dir, wie du beim iPhone SE 2020 den Akku tauschst. Ersatzteile und Werkzeuge findest du in der Videobeschreibung. Aus Sicherheitsgründen sollte der Akku immer unter 20% geladen sein. Zuerst schraubst du zwei Pentaloop-Schrauben ab. Bitte sortiere dir immer alle Schrauben, damit du beim Einbauen nicht durcheinander kommst, denn die Schrauben sind teilweise unterschiedlich groß. Mit einem Heißluftföhn, der sich bis 60 Grad erhitzen lässt, erwärmst du das Display, damit sich der Kleber löst. Danach legst du den Präzisionssaugnapf an und verwendest flaches Hilfswerkzeug, um an den Seitenrändern entlang zu fahren. Pass dabei auf, nicht zu tief in das Telefon zu fahren. Mit einem leichten Ruck in Richtung des Home-Button klappst du das Display zur Seite. Jetzt entfernst du die vier markierten Schrauben und machst die Abdeckung ab. Nun kannst du schon mal die Akkuflexverbindung trennen. Jetzt werden die markierten Schrauben entfernt. Schließlich löst du insgesamt drei Flexverbindungen. Um die Klebestreifen besser rauszuziehen, bauen wir die Taptic Engine aus. Dazu lockerst du wieder die gekennzeichneten Schrauben und entfernst eine Metallspange. Jetzt wird die Einheit kurz erwärmt. Du löst einen Sticker und baust die Antennenspange aus. Bevor du die Taptic Engine ausbaust, werden nochmal zwei Schrauben gelöst. Schließlich kannst du die Klebestreifen so flach wie möglich abziehen. Sollten sie dir reißen, verwendest du wieder den Föhn, um die Klebereste zu erweichen. Sobald der Akku ausgebaut ist, werden die überflüssigen Kleberückstände entfernt. Jetzt wird die Taptic Engine wieder an ihren Platz gesetzt und verschraubt. Ebenso befestigst du wieder die Antennen und die Metallspange. Jetzt positionierst du die passenden Klebestreifen auf dem neuen Akku. Der Akku wird eingelegt. Optimalerweise entfernst du nun die Klebereste vom Mittelrahmen. Danach eignet sich auch etwas Reinigungsalkohol zum Säubern der Klebeflächen.
Nun positionierst du die passende Klebefolie für den Mittelrahmen. Schließlich werden die Display-Flex-Kontakte verbunden, ehe du zuletzt die Akku-Flex-Verbindung anbringst. Die Abdeckungen werden eingelegt und daraufhin festgeschraubt. Jetzt kannst du das Display auf das Gehäuse legen und mit leichtem Ruck Richtung Hörmuschel vorsichtig festdrücken. Anschließend werden die beiden Pentaloop-Schrauben wieder angebracht. Freut uns, dass wir zusammen repariert haben. Wenn dir unser Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal. Ersatzteile und Reparateure findest du auf kaputt.de.